Die nächste Übung nennt sich Rhomboide Squeeze. Dabei geht es wieder um die Region zwischen unsere Schulterblätter. Diese Muskel, die Rhomboideen, die ziehen unsere Schulterblätter zur Wirbelsäule. Bevor wir in die Bewegung gehen, ziehen wir die Beine in die Länge, um die Hüfte zu öffnen. Jawohl. Und lassen Sie in etwa hüftgelenksbreit auf der Matte liegen. Wir lenken noch einmal kurz die Aufmerksamkeit in unsere Körpermitte. Spüren wir mit der nächsten Ausatmung die Bauchdecke aktivieren und sanft Richtung Wirbelsäule ziehen und nach oben. Jawohl, ein paar Mal die Ansteuerung der Körpermitte über die Atmung. Dann positionieren wir unsere Arme neben den Körper in die Kaktushaltung. Fingerspitzen zeigen nach vorne. Mit der nächsten Einatmung spür noch einmal die Länge in deiner Wirbelsäule. Während der Ausatmung aktiviere deine Körpermitte. Heb dann deine Arme, deinen Kopf sanft und deinen Brustkorb vom Boden. Zieh die Schulter dabei, Schultern leicht nach unten. Atme hier noch einmal tief und bewusst ein. Und mit der Ausatmung lass dich wieder in die Matte zurücksinken. Einatmung, bereite dich vor, aktiviere sanft die Bauchmuskeln. Mit der Ausatmung verstärkt die Aktivierung und heb wieder Arme, Kopf und Brust sanft von der Matte. Es geht dabei nicht um die Höhe. Die Länge der Wirbelsäule ist hier viel wichtiger als die Höhe. Und mit der nächsten Ausatmung geh wieder tief. Einatmung, bereite dich vor, sanfte Aktivierung der Körpermitte. Ausatmung, Oberkörper heben, Arme gehen mit, Schultern ziehen, leicht Richtung Becken und die Schulterblattspitzen zusammen. Bleib hier mit der Einatmung und mit der Ausatmung leg dich wieder aktiv zurück auf den Boden. Noch einmal, Einatmung vorbereiten, sanfte Aktivierung, Ausatmung, verstärkt die Aktivierung aus deiner Körpermitte. Und heb Arme, Kopf wie Schultergürtel von der Matte. Achte dabei, dass du nicht zu hoch gehst, dafür lang bleibst in der Wirbelsäule. Und mit der nächsten Ausatmung wieder sinken lassen. Perfekt. Trainiere die richtige Pilates-Atmung mit der Übung Breathing. Dazu setz dich hin, leg deine Hände auf die Rippenbögen und beginne nun so zu atmen, dass die Rippenbögen sich beim Einatmen zur Seite weiten und beim Ausatmen wieder etwas schließen. Mit deinen Händen kannst du diese Bewegung eindeutig spüren. Stell dir dabei vor, dein Rippenbogen dehnt sich dreidimensional aus, das heißt etwas nach vorne, zur Seite und
sogar in die Rückseite. Das heißt, auch der hintere Rippenbogen dehnt sich mit dem Einatmen aus. Atme durch die Nase ein und leicht durch den Mund aus. Mach noch einen tiefen Atemzug in die Flanken und dann löst deine Hände. Und jetzt wechseln wir vom Schneidersitz in die Rückenlage, rollen dabei Wirbel für Wirbel ab. Die nächste Übung nennt sich Pelvic Tilt. Bei dieser Übung geht es darum, deine Lendenwirbelsäule für die folgenden Übungen aufzuwärmen. Wir legen die Hände entspannt neben den Körper und lassen mit der Ausatmung sanft die Lendenwirbelsäule in die Matte sinken, ohne viel Druck auszuüben. Mit der Einatmung lösen wir die Lendenwirbelsäule von der Matte und mit der Ausatmung berührt sie wieder sanft die Matte. Die Bauchdecke zieht sich dabei sanft nach innen oben, der Beckenboden wird aktiv. Spür, wie sich von Mal zu Mal die Beweglichkeit in deiner Wirbelsäule verstärkt. Atme ein, lass deine Lendenwirbelsäule von der Matte gleiten, atme aus, lass sie wieder in die Matte sinken. Versuch dabei, die Gesäßmuskulatur nicht zu aktivieren. Die Bewegung geht von deiner Körpermitte aus. Schultergürtel, Gesichtszüge, alles andere bleibt entspannt. Die nächste Übung ist Hip Rolls. Hier bringen wir wieder etwas mehr Beweglichkeit in unsere Wirbelsäule. Mit der Ausatmung gehen wir in die Artikulation der Wirbelsäule, mit der Einatmung gehen wir in die Neutralstellung und mit der Ausatmung lösen wir die Wirbelsäule wie eine Perlenkette von der Matte. Tief durchatmen und mit der Ausatmung wieder die Wirbelsäule wie eine Perlenkette in die Matte sinken lassen. Einatmung vorbereiten und mit der Ausatmung wieder Wirbel für Wirbel aufrollen. Achte dabei darauf, dass der Rippenbogen in der Einatmung in der Brücke sich nicht zu stark aufwölbt. Mit der Ausatmung wieder langsam die Wirbelsäule absinken lassen, Wirbel für Wirbel. Und mit der nächsten Ausatmung wieder aufrollen. Brustbein bleibt flach. Atme in deinen Rippenbogen dreidimensional und mit der Ausatmung wieder schön langsam abrollen. Spür, wie die Wirbelsäule von Mal zu Mal beweglicher wird, wie sich deine Leisten öffnen, die Kniescheiben streben etwas nach vorne, Schultergürtel bleibt völlig entspannt. Noch einmal Wirbel für Wirbel aufrollen, tief durchatmen, ohne dass das Brustbein sich hebt und wieder mit der Ausatmung abrollen, in die Neutralstellung kommen und etwas nachspüren. Für Leg Slide stell deine Beine auf und mit dem Einatmen streck dein rechtes Bein aus. Hol es mit dem Ausatmen wieder heran und wiederhol diese Bewegung. Dabei schiebt die Ferse auf einer gedachten Linie geradeaus. Mach nun dieselbe Übung, aber lass diesmal das Knie nach außen fallen und mit dem Einatmen streck dein Bein, hol es mit dem Ausatmen parallel zurück. Dann mit dem Einatmen lass dein Knie nach innen fallen und streck es aus. Mit dem Ausatmen hol das Bein parallel zurück. Wiederhole das Ganze mit dem linken Bein einatmen, strecken, ausatmen, zurück. Und das Ganze in paralleler Beinausrichtung. Dann lass das Knie nach außen fallen, einatmen, streck das Bein, ausatmen, hol es parallel zurück. Einatmen, nach außen fallen, parallel zurückholen. Nun lass das Knie nach innen fallen, streck es aus, hol das Bein mit dem Ausatmen parallel zurück und mach diese Bewegung noch einmal. Bereite dich auf die Übung Shoulder Bridge vor, Beine aufgestellt, hüftbreit und du hebst dein Becken nach oben in Richtung Decke.
Dabei halte deine Wirbelsäule neutral und heb sie in einem Stück vom Boden ab und leg sie auch in einem Stück wieder ab. Das heißt, die Wirbelsäule bleibt immer in der neutralen Position und du arbeitest aus deiner Gesäßmuskulatur heraus. Einatmen vorbereiten und ausatmen das Becken nach oben heben. Achte dabei darauf, dass dein Brustbein nicht abhebt. Lass dein Brustbein gedanklich sinken. Halte die obere Position ganz kurz, bevor du wieder ablegst. Noch eine Wiederholung. Einatmen vorbereiten, ausatmen nach oben heben. Und ablegen. Die nächste Übung nennt sich Leg Lift. Hier versuchen wir wirklich die Kraft aus der Körpermitte zu holen. Das Becken bleibt neutral. Mit der Ausatmung hebt dein Bein aus dem Hüftgelenk nach oben. Die Kraft kommt aber aus deiner Körpermitte. Einatmung wieder sinken lassen. Ausatmung aktiv das Bein heben und Einatmung wieder sinken lassen. Achte dabei, dass dein Becken nicht mitschwingt. Die Bewegung kommt aus deinem Hüftgelenk. Die Kraft aus deiner Körpermitte. Bauch bleibt dabei flach. Jedes Mal, wenn das Bein nach oben geht, spür die Kraft in deiner Körpermitte. Einatmung vorbereiten, Ausatmung wieder das Bein nach oben ziehen. Ganz bewusst darauf achten, dass der Bauch flach bleibt. Und dann entspannen wir uns wieder ein paar Atemzüge. Die nächste Übung nennt sich Spinal Rotation. Wir kommen dabei in die Seitlage, richten die Wirbelsäule auf, stellen das Becken vertikal, schauen, dass ein kleiner Tunnel sich unter der Taille bildet. Mit der Einatmung den Arm hoch zur Decke, mit der Ausatmung nach hinten zurück bewegen. Einatmung wieder hoch und mit der Ausatmung drückt den Arm nach unten gegen einen imaginären Widerstand. Rippenbogen öffnen, ohne dabei die Verbindung zwischen Rippenbogen und Becken zu verlieren. Spür dabei, wie bei der Bewegung die Kraft aus der Körpermitte kommt. Mit der Einatmung heb den Arm hoch zur Decke. Mit der Ausatmung aktiviere deine Körpermitte, bring den Arm nach hinten zurück. Mit der Einatmung wieder hochziehen zur Decke. Mit der Ausatmung drück nach unten gegen einen imaginären Widerstand. Wechsel nun auf die andere Seite. Achte wieder auf die korrekte Ausrichtung. Kopf geht in die Verlängerung deiner Wirbelsäule. Becken ist vertikal. Einatmung, Arm geht hoch zur Decke. Ausatmung, nach hinten zurückbewegen, ohne die Verbindung zum Becken zu verlieren. Einatmung, hoch zur Decke und Ausatmung wieder zurückbringen Richtung Boden. Die Bewegung geht aus deinem Rumpf und nicht aus dem Schultergürtel. Die Wirbelsäule liebt diese Bewegung, in die Rotation zu gehen. Der Rippenbogen öffnet sich, ohne dabei die Kontrolle zu verlieren. Die Verbindung zwischen Rippenbogen und Becken bleibt trotz Beweglichkeit immer erhalten. Und noch einmal hochziehen zur Decke und mit der Ausatmung sanft nach unten drücken gegen einen imaginären Widerstand. Spür wieder ein bisschen nach. Und jetzt wechseln wir von der Rückenlage in die Bauchlage. Leg dich für die Übung Rhomboid Squeeze auf deinen Bauch. Verlängere zuerst dein linkes und dein rechtes Bein. Aktiviere deine Mitte, indem du deine Bauchdecke sanft nach innen ziehst. Nimm deine Hände seitlich zum Kopf. Und heb nun deinen Oberkörper leicht vom Boden ab und zieh mit deinen Ellbogen nach unten. Einatmen, heb deinen Oberkörper, zieh die Ellbogen und Schulterblätter nach unten. Ausatmen, lass den Kopf und die Hände wieder sinken. Einatmen, heben.
Ausatmen absenken. Wiederhol diese Bewegung einige Male. Achte darauf, dass du während dem Heben die Aktivierung deiner Bauchmuskulatur nicht verlierst. Das heißt, die Bauchdecke bleibt nach innen gezogen. Und überstreck deinen Nacken nicht. Richte deinen Blick ganz einfach einen Meter vor dir auf den Boden. So ist sichergestellt, dass du den Kopf nicht überstreckst. Mache noch eine Wiederholung und dann leg deinen Kopf und deine Hände ab. Für die Übung Swimming heb deine Beine etwas und öffne sie leicht zur Seite. Streck deine Arme nach vor, zieh deine Bauchdecke sanft nach innen, bevor du Arme und Beine abhebst. Und dann beginne nun diagonal deine Arme und Beine gleichzeitig zu bewegen. Dabei schauen die Daumen zur Decke, der Blick ist den Boden gerichtet. Und du spürst diese sehr herausfordernde Übung, bei der du versuchen solltest, deinen Rumpf möglichst stabil zu halten, während Arme und Beine bewegt werden. Halt die Position und dann leg deinen Oberkörper wieder ab. Für die Übung One Leg Kick stütz dich auf deine Unterarme auf und beginne nun, den linken Unterschenkel zum Gesäß herzuziehen. Mache das Ganze schwungvoll. Dabei ändert sich die Fußposition einmal von Point auf Flex und wieder zurück auf Point. Also jede Seite wird dreimal aktiviert. Einatmen vorbereiten, ausatmend Kick. Einatmend Bein strecken, ausatmend Kick. Einatmend vorbereiten, ausatmend Kick. Und ein letztes Mal Point, Flex und Point. Dann leg dich wieder ab. Und jetzt wechseln wir von der Bauchlage in den Vierfüßlerstand. Schauen, dass Knie unterm Becken sind und die Hände unterm Schultergürtel. Die nächste Übung ist Shell Stretch. Wir versuchen dabei, unsere Lendenwirbelsäule etwas aufzudehnen. Deswegen gehen wir nicht ganz zurück Richtung Fersen, sondern gehen nur so weit mit dem Becken zurück, bis wir eine Dehnung in der Lendenwirbelsäule spüren. Da atme ein paar Atemzüge tief in die Lendenwirbelsäule, spüren, wie sich die Lendenwirbelsäule aufdehnt. Kopf, Nacken bleiben völlig entspannt. Genieß diese Dehnung. Komm wieder zurück in die Ausgangsposition. Und atme hier noch einmal tief und bewusst ein. Beginne die Übung Knee Lift im Vierfüßlerstand. Hände unter den Schultern, Knie und Hüfte übereinander. Atme ein, bereite dich vor und mit dem Ausatmen heb deine Knie 10 cm circa vom Boden ab. Mit dem Einatmen lass dich wieder sinken. Mit dem nächsten Ausatmen heb die Knie wieder vom Boden ab. Wiederhol nun diese Bewegung einige Male und bleib dabei in deiner Wirbelsäule neutral. Das heißt, geh nicht in ein Hohlkreuz, sondern bleib stabil in deiner Rumpfmuskulatur. Noch einmal einatmen. Mit dem Ausatmen die Knie abheben und dann kommt zum Ende. Und jetzt kommen wir vom Vierfüßlerstand in den Langsitz. Beginne die Übung Spine Stretch Forward im Langsitz. Setz dich auf deine Sitzbeinhöcker, richte die Wirbelsäule auf, streck deine Arme nach vorne mit den Handflächen zum Boden. Mit dem Ausatmen beginne nun deinen Oberkörper nach vorne zu beugen. Einatmen, richte dich auf. Ausatmen, zieh deine Bauchdecke nach innen und beug dich nach vorne. Dabei stell dir vor, du sitzt an einer Wand und deine Lendenwirbelsäule berührt weiterhin die Wand. Die Flexion, also die Beugung, passiert nur in der Brustwirbelsäule. Einatmen, aufrichten, ausatmend senken über die Kraft der Bauchmuskulatur. Und zurück zur Mitte. Und jetzt wechseln wir vom Langsitz in den Schneidersitz. Für die Übung Sidebend setz dich in den Z-Sitz. Die Beine sind nach links gerichtet und du hebst deinen linken Arm über den Kopf. Einatmen zur Mitte, ausatmen, bring deinen rechten Arm nach oben und streck dich auf die Seite. Einatmen zur Mitte,
ausatmend, drück die rechte Hand in den Boden und du schiebst deinen linken Arm nach oben und machst deine linke Flanke lang. Einatmen zur Mitte. Ausatmen. Schieb der rechte Arm nach oben, verlängert die rechte Flanke. Ein zur Mitte. Wechsel nun die Beinposition. Nimm die Beine auf die rechte Seite im Z-Sitz. Und wiederhole die Übung. Einatmen, Arm nach oben. Ausatmen, schieb den rechten Arm weit nach oben. Komm mit dem Einatmen zurück. Heb deinen linken Arm und schieb ihn in Richtung Decke. Der Oberarm nähert sich dabei dem Ohr. Einatmen in die Mitte. Ausatmen, die linke Hand drückt in den Boden und der rechte Arm schiebt nach oben. Einatmen zur Mitte und eine letzte Wiederholung. Noch einmal die Beugung auf die rechte Seite. Öffne deine linke Flanke. Und komm zurück in die Mitte. Für Kneeling Side, geh in den Kniestand. Streck nun dein rechtes Bein seitlich ab. Die linke Hüfte bleibt ungefähr über dem linken Knie. Und du beugst nun deinen Oberkörper zuerst nach links. Kommst mit dem Einatmen zurück, streckst dich nach rechts, atmest ein, ausatmen, sink über die linke Seite nach unten, die linke Hand berührt den Boden, du hebst dich über die Rumpfmuskulatur nach oben und beugst dich zur rechten Seite über dein langes Bein. Einatmen, Mitte, ausatmen, wieder sinken, die Rumpfmuskulatur hält dich, nun geht die linke Hand auf den Boden und du hebst das gestreckte Bein einige Male in einer kleinen Bewegung hoch. Dann kehr zurück in die Mitte und wechsel die Seite aus dem Kniestand heraus. Arme heben, linkes Bein zur Seite abstellen. Einatmen vorbereiten, mit dem Ausatmen sink über die rechte Seite, bis die Fingerspitzen den Boden berühren. Dann richte dich auf und dehn dich nach links. Einatmen Mitte. Ausatmen, wieder sinken, der Rumpf hält dich stabil in der Position. Ausatmen zur Seite. Einatmen, ausatmen, nach unten sinken, stütz dich auf deine rechte Hand ab, heb dein linkes Bein nach oben, möglichst parallel zum Boden und mach kleine Bewegungen nach oben, die dich in deiner Gesäßmuskulatur sehr fordern werden. Dann kehr zurück in die Mitte. Und jetzt wechseln wir vom Schneidersitz in den Vierfüßlerstand. Für die Übung Kneeling Lean Back, geh in den Kniestand. Beginne nun ausatmend dich nach hinten zu lehnen. Einatmend komm in die Ausgangsstellung. Die Arme hängen seitlich am Körper herab. Du hältst eine Linie zwischen Oberschenkel und Oberkörper und lehnst dich mit dem Ausatmen zurück. Deine Bauchmuskulatur und deine Oberschenkelmuskulatur sind aktiv, arbeiten zusammen und halten dich in der zurückgelehnten Position. Übertreibe es nicht mit dem nach hinten lehnen. Du kannst deine Füße aufstellen, wie ich das mache, oder deine Zehen flach auf den Boden legen, wie Maria das macht. Noch eine letzte Wiederholung. Einatmen aufrichten, mit dem Ausatmen nach hinten lehnen und dann zurück in die Ausgangsstellung. Und jetzt kommen wir vom Vierfüßlerstand zum Stehen, rollen Wirbel für Wirbel auf. Für Lunges steig mit deinem rechten Bein nach hinten, stütz dich mit deinen Händen auf deinem linken Oberschenkel ab. Und nun bewegt sich das rechte Knie in Richtung Boden. Einatmen, sink nach unten, ausatmen, steig nach oben.
Einatmen sinken, ausatmen steigen. Steig nach vorne, wechsel die Seite. Linkes Bein nach hinten stellen, nicht zu weit. Bereite dich vor, mit dem Einatmen sink nach unten, mit dem Ausatmen drück dich nach oben. Achte dabei darauf, dass deine rechte Kniescheibe nicht über die Zehen hinausragt, wenn du das Bein beugst. Und mach noch eine Wiederholung, bevor du zurückkehrst. Und jetzt kommen wir vom Stehen in die Rückenlage. Stellen die Füße auf und rollen langsam Wirbel für Wirbel ab. Beende nun das Workout im Liegen, indem du dich noch ein bisschen auf deine Flankenatmung konzentrierst, also auf die richtige Pilatesatmung. Dazu kannst du die Hände, wie im Video gezeigt, auf deine Rippen legen, entweder über Kreuz, wie Maria das macht, oder einfach die Ellbogen neben den Körper und die Hände auf die Rippenbögen, wie du das bei mir sehen kannst. Versuche nun zu spüren, dass mit dem Einatmen dein Rippenbogen sich unter deinen Händen weitet. Du spürst als erstes, dass der Rippenbogen sich nach oben hebt. Aber versuch auch, dass die Rippen sich zur Seite hin öffnen. Wenn du das nach ein paar Atemzügen spürst, dann wechsel die Handposition. Leg eine Hand auf dein Brustbein und eine auf deinen Bauch. Und spür nun einerseits die Atmung in den Bauch, andererseits die Bewegung im Brustkorb. Wir verlassen nun die Pilates-Atmung zum Schluss und gehen wieder über in eine natürliche Atmung, eine Kombination aus Bauch- und Brustatmung. Und ganz zum Schluss wollen wir uns noch in unserem Bauchzentrum sammeln, legen nun beide Hände auf deinen Unterbauch und genieße hier noch zum Abschluss einige bewusste und tiefe Atemzüge. Spür, wie du dich in deinem Zentrum sammelst, wie du mit jedem Atemzug Kraft und Energie einatmest und mit dem Ausatmen alle unnötigen Spannungen loslässt. Leg dann die Hände wieder ab, stell deine Beine auf. Vielleicht bist ja du auch noch auf der Suche nach einem passenden und vor allem sinnvollen Weihnachtsgeschenk. Dann habe ich einen Vorschlag für dich. Probier es doch einfach mit einem Gutschein von Einfach besser leben. Denn damit kannst du Gesundheit und Wohlbefinden weiterschenken. Das geht ganz einfach. Geh auf unsere Shopseite und hol dir dort den Gutschein. Wie das Ganze funktioniert, findest du im Beschreibungstext unter dem Video. Damit hast du endlich mal ein sinnvolles Weihnachtsgeschenk für dich und deine Liebsten. Wenn du an unserer Verlosung teilnehmen möchtest, dann musst du nur zwei Sachen machen. Erstens, abonniere unseren Channel und vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren, damit du auch alle Benachrichtigungen von uns bekommst. Wenn du schon Abonnent bist bei uns, dann musst du das natürlich nicht mehr machen, nimmst aber trotzdem an der Verlosung teil. Zweitens, schreib einen kurzen Kommentar in das Kommentarfeld unter dem Video. Das kann kurz sein, wie wenn du schreibst, tolles Video, aber natürlich freuen wir uns auch über längere Kommentare zu den Videos. Ja, mit diesen zwei Sachen, Channel abonnieren, kurzen Kommentar schreiben, nimmst du an der Verlosung teil. Wann wir die Verlosung machen und wer gewonnen hat, das erfährst du dann im Beschreibungstext unter dem Video. Ja, und damit wünsche ich dir ganz viel Glück bei dieser Verlosung und freue mich, wenn du zu den glücklichen Gewinnern zählst. Apropos Gewinnspiel, natürlich verlosen wir an jedem Trainingstag 2 Abos unter den Teilnehmern.